Diese Regel könnte das gesamte Internet auf den Kopf stellen. Europäische Telekommunikationsunternehmen wollen, dass große Tech-Konzerne bei den Kosten für den Netzausbau mitzahlen. Keine schlechte Idee, heißt es da von Seiten der Europäischen Union. Doch Netzaktivistinnen und Aktivisten warnen, das Ganze könnte ganz schön heikel werden. Wer online sein will, muss für eine funktionierende Internetverbindung zahlen. Wer zusätzlich dazu Inhalte im Netz verbreitet und dabei Milliarden Gewinne macht, zahlt nichts drauf. Das soll sich ändern, jedenfalls wenn es nach den europäischen Netzwerkbetreibern geht. Rund 50 Milliarden Euro investieren sie jährlich in die Modernisierung und den Ausbau der Netzinfrastruktur. Steigende Kosten, die Telekom, Vodafone und Co. nicht mehr alleine stemmen wollen. Und deshalb eine Art Datenmaut für große Internetplattformen fordern. Dabei sollen vor allem 6 große US-Player zur Kasse gebeten werden: Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft und Netflix. Gemeinsam benötigen sie über die Hälfte des gesamten jährlichen Datenverkehrs und seien dabei die Hauptprofiteure der Netzinfrastruktur, ohne einen Beitrag zu dessen Ausbau zu leisten. Die Online-Riesen wehren sich gegen eine solche Datenmaut, aber auch Netzaktivisten und Aktivistinnen kritisieren den Telekom-Vorstoß und sehen darin eine Gefahr für die Netzneutralität. Die Netzneutralität garantiert jedem Menschen, dass man mit einem Internetanschluss eben das gesamte Internet nutzen kann. Mit diesem neuen Modell wird auf einmal ein Qualitätsunterschied gemacht und es werden potenziell Angebote schlechter verfügbar sein oder gar nicht mehr nutzbar sein, wenn die nicht ausreichend Geld zahlen. Auch aktuelle Studien warnen vor einer solchen Datenmaut und verweisen immer wieder auf Südkorea, wo es eine solche bereits gibt. Die Konsequenzen sind desaströs. Die Qualität des Internets verschlechtert sich rasant, gleichzeitig steigen die Preise. Immer mehr Anbieter verlassen Südkorea, weil es einfach nicht mehr ökonomisch sich rechnet, dort Dienste anzubieten, Inhalte zu hosten. Und das in Europa zu importieren, wäre ein Flächenbrand. Und dennoch zeigt sich die Europäische Kommission offen für die Idee, will bald schon darüber abstimmen. Wohl auch, weil die EU allen Bürgerinnen und Bürgern bis 2030 einen Zugang zu Highspeed-Internet versprochen hat und eine finanzielle Unterstützung aus den USA gerade zur richtigen Zeit kommen würde.